Willkommen auf der Saatox und willkommen zum letzten Unboxing der Serie Brünnhilde in the Darkness. Diesmal hat sogar mein Lieblingscharakter mit auf das Cover geschafft. Und schauen wir doch mal, was noch alles mit drin ist. Wenn es denn abgeht, die Folie. Und wo schweck ist es? Ja, da haben wir es. Kasumi in ihrer natürlichen Umgebung. Und das ist die Seite. Und so geht das Ganze weiter. Technische Daten sind wie immer Sprachen Deutsch und Japanisch, Untertitel Deutsch, Laufzeit 100 Minuten, also 4 Episoden. Das Format ist ein 16 zu 9 in Full HD. Ton ist 2.0 und als Extras wird uns ein Booklet mitgeliefert. Hier haben wir nochmal die Episodentitel, also Episoden 11 bis 13 plus die OVA, viel Lärm um nichts. Hier haben wir die letzte Scheibe und das Ganze kommt noch mit einem Wendecover daher, ohne den grässlich hässlichen FSK-Flatschen. Dann das Booklet mal rausholen, ohne es zu zerknicken. So sieht das Ganze aufgeklappt aus. Einmal die Sternwache und einmal Sterne. Und gucken wir mal rein. Hier kommen ein paar Screens entgegengesprungen und der Episodenguide kommt auch gleich. Das könnte euch jetzt natürlich spoilern. Ich habe diese ja schon gesehen, also mich spoilert es jetzt nicht so sehr. Hier kommen noch ein paar Charaktere. Und hier ist nochmal eine Sternseite. Dann gibt es hier Skizzen. Und noch ein paar Hintergrundinfos, noch mehr Skizzen und der Cast. Das ist der japanische Cast. Ja, das war's auch schon. Mehr gibt es dazu nicht zu zeigen. Volume 1 bis 3, die Unboxings packe ich euch einen Link in die Videobeschreibung. Ein Kauflink dazu auf Amazon packe ich euch noch, auch noch mit dazu. Und dann bin ich durch. Bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.